Es ist so, dass man immer wieder neue Situationen hat, das Neue, das Herausfordernde. Und dann sieht, wenn man eine Familie eine längere Zeit begleitet hat, was sich daraus ergibt. Also wie zufrieden eine Familie ist, wo man unterstützen hat Kinder, dass das praktisch Früchte trägt, was man dort einbringt. Also ich bin die Maria, bin jetzt seit 16 Jahren Familienbegleiterin bei der Caritas. Ich war sehr lang zu Hause bei meinen Kindern, die sind größer geworden und ich habe dann geschaut, was kann ich noch machen. Und bin sozusagen als Quereinsteiger in der Familienbegleitung gelandet bei der Caritas und ich fühle mich sehr sicher da. Man hat sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten, also man wird sehr gut unterstützt. Was sollte man als Familienbegleiterin mitbringen? Also das ist eine ganz interessante Frage. Viel Flexibilität, viel Geduld braucht man, Empathie, Einfühlungsvermögen, Kreativität. Das ist ganz, ganz wichtig. Was sollte man noch mitbringen? Ja, einfach viel Herz, speziell eben für Kinder und Familien, die als System zerrüttelt werden oder wo eine Krise gerade da ist und dass man dann schaut, wie kann ich eine Familie unterstützen. Ja, die Aufgaben, die sind sehr breit gefächert. Also es ist so, dass man in der Familie kommt, manchmal sind Eltern da, manchmal sind die Eltern nicht da. Dann wird meistens, wenn die Mama da ist oder immer Erziehungsberechtigter da ist, wird besprochen, was ist der Familie wichtig oder der Mama wichtig, was halt heute gemacht werden soll. An erster Stelle stehen natürlich immer die Kinder. Ja, und dann schaut man halt, was man rund um die Kinder noch machen kann. Ob das jetzt Kochen ist oder Wäschemachen ist oder mal Staubsaugen oder mit den Kindern beschäftigen. Also der Alltag ist sehr, sehr bunt. Es ist schon so, dass das nicht immer nur rosig ist alles. Also es gibt auch Situationen, die sehr fordernd sind, die auch manchmal auch an unsere Grenzen gehen. Aber da haben wir halt Unterstützung erstens einmal vom Team oder eben auch unserer Teamleitung. Also wir können unsere Teamleitung jederzeit anrufen. Wir können unsere Sorgen, unsere Bedenken immer deponieren, sei es mit Telefonate oder mit SMS oder mit persönlichen Gesprächen. Also da haben wir immer den da haben wir immer wen hinter uns. Wenn da dann ein Kind eine kleine Zeichnung mit heimgibt und sagt, ich freue mich wieder, bald du wieder kommst. Also das ist einfach mit einem guten Gefühl, wo man dann heimfährt.